Sarah, lieber Sebastian, ihr beiden seid schon ein Stück weit zusammengereist und habt erfahren, dass ihr einander gute Reisebegleiter seid. Heute habt ihr eurer gemeinsamen Lebensfahrt ein neues Fundament gegeben, um weiterhin zusammen zu neuen Ufern aufzubrechen. Vor euch liegt eure Zukunft, in welcher ihr euch weiterentwickelt und immer wieder neue Ziele setzt und immer mal wieder etwas Neues wagen werdet. Und wenn ihr euer Ziel erreicht habt, wenn sich eure Hoffnungen erfüllt haben, werdet ihr wieder nach neuen Orientierungen suchen. Denn jedes Lebensalter kennt eigene Wünsche, Ziele und Anforderungen. Und damit sieht auch die Form des Zusammenlebens in jeder Lebensphase immer wieder anders aus. Aber etwas bleibt natürlich. Ihr als Paar, welches diese Lebensphasen gemeinsam erlebt und gestaltet. Ihr als Paar, welches auf seiner Lebensreise zusammen Schönes erfährt und Schwieriges bewältigt. Und es bleibt das Gefühl, zusammenzugehören und sich aufeinander verlassen zu können. So kann sich immer wieder alles runden, wie die beiden Ringe, die ihr euch eben angestellt habt. Sie versinnbildlichen das Band, welches ihr heute mit eurem Ja-Wort bekräftigt habt. In 10 Jahren seht ihr beiden euch immer noch als Paar und glücklich verheiratet. Vielleicht in einem Haus und sogar mit 2 Kindern. Ihr zwei möchtet immer füreinander da sein, noch viele gemeinsame Reisen erleben und immer eine gemeinsame Zukunft haben. Und auch wenn Sarah überall ihre Ohrringe und Haarspangen liegen lässt, jedes Lied im Radio mitsingt und ihren eigenen Text dazu dichtet. Oder du, Sebastian, merkst, wenn du etwas falsch gemacht hast und schnaufst und deine Sarah dir erstmal kurz aus dem Weg gehen muss. Wisst ihr, das alles macht euch aus, macht euch besonders, macht euch zu einem traumhaften Liebespaar. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin erst an den anderen denkt, bevor ihr an euch selbst denkt, dass ihr euch gegenseitig ein Ruhepol bleibt und dass egal, was euch im Leben widerfährt, ihr immer daran zurückdenkt, warum ihr zwei euch gefunden und ineinander verliebt habt. Das sind meine Schlussworte.